Meine sehr verehrten Damen und Herren, wissen Sie noch, was Sie jetzt, und zwar fast auf die Stunde, vor 34 Jahren gemacht haben? Ich glaube schon, dass Sie sich erinnern. Denn es gibt Ereignisse in der Geschichte, bei denen sich diejenigen, die sie erlebt haben, ein Leben lang an den Moment erinnern. Die viel Älteren wissen vielleicht noch, wo und wie sie vom Kennedy-Attentat erfahren haben. Die etwas Jüngeren erinnern sich, wie sie den 11. September 2001 erlebten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch in diesen Minuten vor 34 Jahren wurde Weltgeschichte geschrieben. Lassen Sie mich Ihren Erinnerungen ein wenig nachhelfen. Exakt jetzt fand in Ost-Berlin eine Pressekonferenz statt, bei der Günter Schabowski ein paar Sätze sagte, die in Windeseile um die Welt getragen wurden. 19.05 Uhr hat die Agentur AP folgende Meldung veröffentlicht. DDR, Grenze, Eil, Eil. Ost-Berlin. Die DDR öffnet nach Angaben von SED-Politbüromitglied Günter Schabowski ihre Grenzen. Dies sei eine Übergangsregelung bis zum Erlass eines Reisegesetzes, sagte Schabowski. 19.41 Uhr, die DPA meldet, die DDR-Grenze ist offen. 20 Uhr, Tagesschau, große Meldung, DDR öffnet Grenze. Es war jetzt, exakt jetzt, vor 34 Jahren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was dann passierte in dieser Nacht vor 34 Jahren, hat nicht nur Berlin, nicht nur Deutschland, nicht nur Europa, sondern es hat die Welt verändert. Es war ein Sieg der Freiheit über die Unfreiheit, ein Sieg der Demokratie über die Diktatur. Drei, die mehr sind als bloße Zeitzeugen, sondern die damals die Ereignisse, jeder auf seine Art und auf seinem Platz, gleichwohl nicht völlig unmaßgeblich mitgestaltet haben, sind heute hier bei uns, unter uns. Rainer Kunze lebt seit vielen Jahren in Erlau, hier in der Nähe von Passau. Ein besonderer Mann, ein Literat und Schriftsteller, ein Dissident aus der DDR. Das wussten wir in meiner Generation, ich bin Jahrgang 1970, schon als Kinder, ohne dass wir die Dinge näher hätten einordnen können. Heute wissen wir alle, was einst Teil der Repression der DDR-Unrechtsregierung war, ist heute der vornehme Ausweis seines Wirkens. Denn die Akte, die die Stasi über ihn anlegte, wuchs in kurzer Zeit auf viele tausend Seiten an. Der Vorwurf? Zersetzungsmaßnahmen. Das war nicht ganz falsch. Dissidenten sind Menschen, die es verstehen, sich Gehör zu verschaffen und ein Unrechtsregime beim Namen nennen. Wie unbequem er den Machthabern in Ost-Berlin war, zeigt sich daran, dass sein Ausreiseantrag 1977 in nur 3 Tagen genehmigt wurde. Es ist uns eine Ehre, Sie heute bei uns zu haben, Sie würdigen zu dürfen. Herzlich willkommen, Rainer Kunze. Einer, der ebenfalls das Leben hüben wie drüben kennt und deshalb prädestiniert war, schließlich sogar das Amt des ersten Mannes im Staate auszuüben, ist Joachim Gauck. Seine Vita außerordentlich. Evangelisch-lutherischer Pastor und Kirchenfunktionär in der DDR, führendes Mitglied des Neuen Forums, Abgeordneter der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR, kurzzeitig Mitglied des Deutschen Bundestages, dann Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, die, zwar informell, aber weltbekannt, seinen Namen trug, die Gauck-Behörde. Und schließlich von 2012 bis 2017 Bundespräsident als erster Parteiloser überhaupt.
Und weil ein Bundespräsident protokollarisch seinen Rang auch nach Ende der Amtszeit nicht verliert, begrüße ich Sie hier ganz herzlich, Herr Bundespräsident Joachim Gauck. Meine sehr verehrten Damen und Herren, am 21. April 1989 wurde er, der CSU-Vorsitzende, Bundesfinanzminister. Wenn er da gewusst hätte, was da nur wenige Monate später auf ihn zukommen sollte. Finanzierung der deutschen Einheit, Milliarden für den Abzug des sowjetischen Militärs aus der DDR, Euro-Einführung. Jede einzelne Herausforderung für sich wäre vermutlich genug gewesen für ein ganzes Finanzministerleben. Aber alle drei? Ein bisserl freilich war er selbst schuld daran. Denn er hat die Situation, dass die Welt sich verändern konnte, ein kleines Stück weit selbst mit herbeigeführt. Er war einer der wenigen, die das Abenteuer ihres Lebens hatten, als sie in einem kleinen Flieger, am Steuer saß Franz Josef Strauß höchst selbst, inmitten eines üblen Schneesturms im winterlichen Moskau eine Notlandung hinlegten. Und das alles nur, um den neuen Mann im Kreml kennenzulernen, Michael Gorbatschow. 1987 war das, 2 Jahre vor dem Fall der Mauer. Es war der Beginn einer Annäherung, der Beginn einer Ära neuen Vertrauens, schließlich gar einer großen Freundschaft, die mithalf, die Weltgeschichte zu verändern und die erst im vergangenen Jahr mit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine ein unverständliches und schreckliches Ende fand. Herzlich willkommen, lieber Theo Weigel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Vierte im Bunde ist schwer zu fassen. Studierter Rechts- und Sozialwissenschaftler, schreibender Journalist, Interviewer, Radiomacher, Moderator, Dokumentarfilmer, Talkmaster, filmischer Porträtist, Regisseur, Produzent, Schriftsteller. Ich würde sagen, einfach ein kluger Kopf, der sich für Menschen interessiert und für ihre Geschichten und der uns zum Glück daran teilhaben lässt. Es ist uns eine Ehre, Sie heute als Moderator der Runde für uns gewonnen zu haben. Herzlich willkommen, Gero von Böhm. Verehrter Herr Bundespräsident, für die Laudatio möchte ich Sie hier auf die Bühne bitten. Ja, schön hier zu sein. Schön an diesem Tag hier zu sein. Eben sind wir erinnert worden daran, was genau um diese Zeit passiert ist. Da will ich schon meinen kleinen Teil beisteuern. Ich für meine Person war in Rostock auf der Demo. Bei uns in meiner Heimat war immer donnerstags Demonstration. Und da haben wir unsere Pflicht getan. Wir waren ja ermutigt von den Sachsen, die waren ermutigt von den Polen und wir hatten behauptet, wir seien das Volk. Und irgendwann ging die Versammlung dann zu Ende nach einem langen Demonstrationsweg, unter anderem zur Staatssicherheit. Und am Ende komme ich von meiner, was war das, ein LKW oder so runter. 2 Volkspolizisten, Herr Gauck, haben Sie schon gehört von Berlin? Nein. Ja, da soll ja die Mauer aufgehen. Ach Gott, sage ich, Kinder, nur übertreibt mal nicht. Also wir machen hier noch ein paar Wochen weiter, dann wird das passieren. Aber ich war gestern da in Berlin und alles ging seinen sozialistischen Gang. Also da schauen wir mal. Ging nach Hause, machte den Fernseher an und die Tränen liefen. Ja, so war das. Und ich war glücklich, dabei gewesen zu sein als Teil dieser großen Demokratiebewegung. Angetrieben von Menschen, die länger und intensiver hoffen konnten auf Veränderung. Und das kam bei vielen aus der Kraft des Glaubens, bei anderen
durch Worte, die uns nachdenklich oder auf neue Wege geführt haben. Und einer, der solche Worte gefunden und veröffentlicht hat, der wird hier heute geehrt. Und in der Begründung für die Verleihung nennen ihn die Preisgeber: Sein Wirken spiegelt die deutsche Geschichte wider. Mit der Macht des literarischen Wortes hat er sein Leben lang für die Demokratie gekämpft. Kleiner Auszug aus der Begründung. Lieber Rainer Kunze, liebe Frau Diekmann, lieber Theo Weigel, wie schön, dass wir uns hier zusammenfinden, um einen ganz besonderen Mann zu ehren. Ich freue mich, dass es auch auf diesen Tag gefallen ist. Wir Deutsche haben ja eine besondere Beziehung zu diesem Tag. Nicht nur, dass es die Reichspogromnacht war, 38, sondern es gibt noch andere Gedenktage, die will ich aber hier nicht alle aufzählen. Aber der liegt uns im Blut und in unseren Genen, erzeugt von dem, was andere Deutsche verbrochen haben und wohin andere Deutsche das Land führen wollten. Und dann dieser andere Tag vor 34 Jahren, als diese Deutschen einen ganz anderen Weg beschritten und die im Osten darauf schworen, was im Westen schon eingeübt war, auf eine Demokratie, die diesen Namen verdient. Den 9. November 1989 erlebte Rainer Kunze am Radio. Einen Fernseher besaß er nicht. Als er am 26. Januar auf Einladung von Günter Ullmann das erste Mal seit seiner Ausbürgerung 14 Jahre zuvor in Greiz, jetzt in Greiz vor 1000 Menschen in der Stadtkirche spricht, bekennt er: Dass ich heute vor Ihnen stehe, ist für mich ein Lebenswunder. Ich danke Ihnen, den Greizern, für Ihre Einladung und für alles, was Sie getan haben, damit wir folgen konnten. Ich weiß nicht, ob Sie bei den ersten Demonstrationen hier in Greiz Angst gehabt haben. Wir, meine Frau, unsere Tochter und ich, haben Angst um Sie gehabt. Wir bewundern Ihren Mut. Ja, Angst haben alle gehabt. Aber damals lernten wir, dass Angst uns nicht besiegen und auf ewig binden muss. Als Rainer Kunze das sagt, lebt er schon seit langer Zeit im Westen. Nie werde ich vergessen, was er sagte, als er dort angekommen war. Zitat: In Salzburg auf dem Mönchsberg stehend, nach der Ankunft im Westen Europas. Ein wunderbarer Text, und er endet mit den Worten: Heimat haben und Welt und nie mehr der Lüge den Ring küssen müssen. Ich hatte schon lange vorher eine intensive Beziehung zu ihm. Wir kannten uns gar nicht, aber solche Beziehungen gibt es immer zwischen Dichtern und Lesern. Aber zurück zu ihm, bevor er dort angekommen war und diese Worte spricht, dass er nie wieder der Lüge den Ring küssen muss. Da schauen wir nochmal in sein früheres Leben hinein und sehen eigentlich bei dem jungen Mann eine DDR-Bilderbuchkarriere. Ein Arbeiterkind, darf er ab 1949 in Stolberg eine Aufbauklasse für Arbeiterkinder besuchen. Er wird das Abitur ablegen können. Und er freut sich darüber, er ist dankbar, er will dem Guten dienen und das tut man am besten in die Partei, die das Gute und Neue verkörpert, eintritt. Der junge Mann wird dankbares Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Nach dem Abitur absolvierte er 51 bis 55 ein Studium der Philosophie und Journalistik in Leipzig. Darf dann als wissenschaftlicher Assistent mit Lehraufgaben an der Journalistischen Fakultät der Universität Leipzig arbeiten. Er ist dort gerne gehört und gesehen. Er wird aufgenommen in den Journalistenverband und in den Schriftstellerverband der DDR. Er hat den Ruf eines strengen Idealisten, aber es geht irgendwie. Doch dem strengen Idealisten stellen sich immer mehr Fragen. Er schläft ja nicht ein, er wird ja immer wacher.
Das Credo der Universitätsjahre fasst er in einem kurzen Gedicht zusammen. Dialektik. Unwissende, damit ihr unwissend bleibt, werden wir euch schulen. Jahrzehnte später erzählt er darüber, wie es wirklich in ihm vorging. Das Studium habe er als Jahre hochgradiger Indoktrination in Erinnerung. Und seine Zweifel wachsen, sie werden immer größer. Nach schweren politischen Auseinandersetzungen, die ihn an den Rand des physischen Zusammenbruchs bringen, endet seine akademische Karriere abrupt. 1959, kurz vor der geplanten Promotion, verließ er die Universität. Der Druck, der auf ihm lastet, schlägt sich auch nieder auf sein Herz. Er erleidet eine Herzattacke. Bis 1961 verdingt er sich dann als Hilfsschlosser im Schwermaschinenbau. 1962, mutig, lässt er sich als freischaffender Schriftsteller in Greiz in Thüringen nieder. Seine ersten Veröffentlichungen als Lyriker, darunter das Buch Vögel über dem Tau von 59, entsprechen noch so den Erwartungen und den Zensurstandards des sozialistischen DDR-Kulturbetriebs. Zwischen 1960 und 1962 hält sich Rainer Kunze wiederholt in der Tschechoslowakei auf. Er beginnt, die tschechische Literatur zu lieben und zu übersetzen und entwickelt eine eigene, moderne Ästhetik des poetischen Bildes. Dass es für ihn selbst zusehends schwieriger wurde, in der DDR zu publizieren, erschien sein Lyrikband Widmungen 1963 in der Bundesrepublik. Als er in der Tschechoslowakei war, lernt er übrigens seine zweite Frau Elisabeth kennen. Die ist heute zu Hause und wir grüßen sie von hier. Seit 1961 ist er mit ihr verheiratet. Das ist eine eigene Geschichte, die ist fast abendfüllend, wie die beide aus sozialistischen Ländern kommen, darum ringen mussten, sich heiraten zu dürfen. Meine Güte, da mussten sich wichtige Personen einschalten, dass ihnen gnädig die Erlaubnis zuteil wurde, eine Person aus dem sozialistischen Bruderland zu heiraten. Das steht hier nicht in meinem Text, aber ich weiß, dass es so war. Apropos Tschechoslowakei, die CSSR ist bis zum Sommer ein Hoffnungsland für unglaublich viele Menschen im ganzen Ostblock. Ein wenig spüren wir davon aus einem ganz kurzen Text, Rückkehr aus Prag, Dresden, Frühjahr 1968. Eine Leere liegt mir auf der Zunge, doch zwischen den Zähnen sucht der Zoll. Ja, bald sollte es ja aus sein mit der Hoffnung. Panzer aus Moskau. In Prag, das ist ein Sozialismus mit menschlichem Antlitz gestalten will. Wir sprechen aber heute jetzt nicht länger über die Panzer, die immer wieder von dort unterwegs sind und gegen die Freiheit fahren. Zurück zu Rainer Kunze. Erst 1968 kann Kunze in der Reihe Poesiealbum, das waren so schmale Heftchen in der DDR, wieder eigene Gedichte veröffentlichen. Kurz danach wird die schon erwähnte blutige Niederschlagung der Reformbewegung des Prager Frühlings durch Truppen des Warschauer Pakts nun endlich für ihn innerlich Schluss zu machen und das auch äußerlich zu zeigen. Innerlich war das schon vorher passiert. Er tritt aus der SED aus. Naja, da ist natürlich Schluss mit Öffentlichkeit. Fortan gibt es keine Öffentlichkeit mehr für ihn. Es gibt allerdings noch Kirchen. Und die Kirchen laden ihn ein und in kirchlichen Einrichtungen, Kirchen und Gemeindehäusern, da kann er dann vortragen, was ihm aus seinem freiheitsliebenden Herzen und Kopf entspringt. Das mögen die Leute nicht, die dort regieren. Und das Ministerium für Staatssicherheit legt, wie Rainer Kunze erst nach 89 erfährt, im September
1968 die Akte unter dem Decknamen Lyrik an. Darüber hat er selber ausführlich geschrieben. Während er in der DDR praktisch keine Publikationsmöglichkeiten mehr gekriegt, verhilft ihm die Veröffentlichung des Gedichtbandes Sensible Wege 1969 und später Zimmerlautstärke 72 in der Bundesrepublik zum literarischen Durchbruch. Seine Lyrik, die sich zum Individuum bekannte, zieht in der DDR den Vorwurf auf, subjektivistisch zu sein. Das ist natürlich was ganz Schlimmes. Ethik. Im Mittelpunkt steht der Mensch, nicht der Einzelne. Kunze habe die Widerstandskraft des Wortes als das Normalste der Welt inszeniert, nicht als einen heroischen Ausnahmeakt, resümiert viel später der Autorenkollege Marco Martin. In der DDR scheint sich 1973 nochmal ein Arrangement anzudeuten, als Kunze unter Verzicht auf einige kritische Texte in Leipzig die Lyrikauswahl Brief mit blauem Siegel veröffentlichte. Die 30.000 Exemplare waren sofort vergriffen. Sofort. Ich habe eins bekommen. Kurzgedicht. Einladung zu einer Tasse Jasmin-Tee. Treten Sie ein. Legen Sie Ihre Traurigkeit ab hier. Dürfen Sie schweigen. Dies wird zum Ausdruck der Sehnsucht nach individueller Gedankenfreiheit und ziert als kurzer Text unzählige Wohnungstüren von Menschen, die in der DDR sich nicht geistig beheimaten wollten. Als 1976 in der Bundesrepublik sein systemkritischer Prosaband mit dem ironischen Titel »Die wunderbaren Jahre« erscheint, dort hat er den realsozialistischen Alltag und die politische Indoktrination junger Menschen in der DDR so beschrieben, wie sie tatsächlich existierten. Da ist der Bruch mit dem Regime offenkundig. Aus dem Schriftstellerverband wird er nach Veröffentlichung direkt ausgeschlossen. Das ist sowas wie Berufsverbot. Eine schon verkaufsfertige DDR-Ausgabe seines 1970 im Westen erschienenen Kinderbuchs Der Löwe Leopold wird eingestampft. Ich habe es. Nachdem sich Kunze auch dem Protest gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann im November 76 anschließt, steigern sich die Repressalien gegen ihn und seine Familie ins Unerträgliche. In dem Buch Deckname Lyrik erschienen 90 gibt Kunze Einblick in das Vorgehen und das Ausmaß der Überwachung durch die Stasi aus der Originalakte der Bezirksverwaltung Gera, die aus 12 Bänden bestand und knapp 3.500 Einzelseiten umfasste. Anfang April 1977 stellte er einen Antrag auf Entlassung aus der DDR-Staatsbürgerschaft. Nur eine Woche später kann er mit Frau und Tochter in die Bundesrepublik ausreisen. Er findet schließlich seine neue Heimat hier in Obernzell-Erlau. Rainer Kunze, 1977 mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt. Er fühlte sich aber auch im Westen nicht nur so angekommen und heimatlich, wie in dem Gedicht, was ich eingangs zitierte, beschrieben, sondern da gab es auch irritierende Erfahrungen. Er war ja für den linken Mainstream dieser Jahre einfach nicht links genug. Er wollte auch nicht einsehen, was die linken Intellektuellen so genau zu wissen meinten. Und er beklagt eine zuweilen gnadenlose Ideologisierung des geistigen Lebens in der Bundesrepublik. Sowas tat ein anständiger Intellektueller eigentlich nicht. Ich erinnere mich an meinen Landsmann Walter Kempowski. Der wurde manchmal ähnlich scheel angeschaut wie Sie, als Sie mit einer Begeisterung für Freiheit hier irgendwie altertümlich wirkten. Und dabei waren Sie es doch, der über Zukunft dachte und dichtete. Ja, da ist er eben ein wenig unangepasst und daran gewöhnt er sich dann. Nicht überall unangepasst. Es gibt ja noch das Bayernland, aber dazu später. Stattdessen schreibt er
auf eigene Hoffnung 1981, das ist der programmatische Titel des ersten Lyrikbandes nach der Übersiedlung. Für manche Linksintellektuelle bestätigt es sich, Kunze ist irgendwie reaktionär. Er hält ja auch die DDR nicht für reformfähig, wovon aber viele unserer Leitintellektuellen stark überzeugt waren. Ich will hier bloß keine Namen nennen. Aber immerhin Bayern. Aber das ist ja für diese genannten Intellektuellen eher negativ, wenn man sich in Bayern auszeichnen lässt. Gott, Spielfilm, Drehbuch, die wunderbaren Jahre, ja muss denn das sein? Ja, und dann begleitet er den Kohl. Ja, die Intelligenzia mochte ja den Kanzler der späteren Einheit irgendwie auch nicht so richtig. Ja, da war ihn ja verdächtig. Und Rainer Kunze begleitet Helmut Kohl bei einem Besuch in Israel. Naja, ja, also so richtig wohl kann er sich in dem Milieu da nicht fühlen. Er verlässt den Verband Deutscher Schriftsteller bereits 1982 wegen politischer Differenzen und wahrt fortan Distanz zum offiziellen Literaturbetrieb in der Bundesrepublik. Seine Liebe zur Freiheit des Gedankens und sein Insistieren auf die Autonomie des Individuums, sie passten nicht zu der Gedankenwelt des sich progressiv dünkenden Mainstreams. Dass Kunze als Poet der sanften, starken Worte sich selbst treu geblieben ist, bescheinigen ihm die großen deutschsprachigen Zeitungen nahezu einmütig, als 1998 sein Lyrikband »Ein Tag auf dieser Erde« herauskommt, der sich nach Meinung der Welt mit traumwandlerischer Sicherheit auf dem schmalen Grat zwischen Ereignis und Diskurs, zwischen Anschauung und Reflexion bewegt. Zitat Ende. Der Gedichtband Lindennacht 2007 mit knappen Landschaftsbildern und Naturbetrachtungen wird in den Feuilletons vielfach als Beginn seines Alterswerks angesehen. In dieser Zeit gründet Rainer Kunze mit seiner Frau die Rainer und Elisabeth Kunze Stiftung. Und er hört nicht auf, sich zu Wort zu melden. Große Beachtung erfährt 2018 sein neuer Lyrikband »Die Stunde mit dir selbst«. Darin spricht der 85-jährige Dichter von einer politisch wieder zunehmend gespaltenen, unsicheren Welt, von einer unruhiger werdenden Natur, in der das Laub manchmal schon im Juli fällt, nicht zuletzt aber vom Alter und vom Abschied nehmen, um sein letztes Gedicht in dem Buch mit den Zeilen zu schließen: Verneigt vor alten Bäumen euch und grüßt mir alles Schöne. Mag da auch, da sind wir in der Alterswelt unseres Preisträgers. Begleiten ihn, der um seinen ganz ureigenen inneren Kern kreist, und nehmen zugleich wahr, dass er damit auch uns, die anderen, erreicht. Zart und genau geschieht das Wort. Manchmal ist diese Genauigkeit beglückend, Augen und Seelen öffnend, auch wie er über die Musik spricht, wie er mit ihr lebt. Dann wieder ist sie verstörend, diese Genauigkeit. Etwa, wenn er sich plötzlich so sieht, himmellos. Bei Rainer Kunze wird daraus aber nicht weltverachtende Trostlosigkeit. Und die erfahrenen Verfolgungen und Kränkungen haben ihn nicht zu einem gemacht, der verbittert gewesen wäre oder gar zum Zyniker geworden wäre. Mag da auch das Bittere genannt werden, angesichts der Menschen, die Kriege führen,
das Recht brechen, sich dem Hass ergeben? Mag der, der die Blüten und das Blühen liebt wie die Liebe, auch nicht wegsehen dort, wo unter sterbenden Bäumen wir haben die Erde gekränkt, sie nimmt ihre Wunder zurück, wir der Wunder eines. Den Verfall sehen, die Endlichkeit, das Nichts, aber nicht der Wut verfallen, nicht dem Weltekel, sondern bezeugen, dass Leben dennoch Leben bedeuten kann in seiner Fülle. Das große Ende ahnen oder sehen und trotzdem Ja sagen zu alledem, zu Kindern sprechen können wie einer, den die Liebe trägt, die Tochter ernst nehmen, als wäre sie die Verkörperung aller Töchter der Welt, dem Schönen folgen und dem Wort trauen, und wäre es nur, um uns, seine Mitmenschen, zu erinnern, Vers zur Jahrtausendwende. Wir haben immer eine Wahl, und sei es nur, uns denen nicht zu beugen, die sie uns nahmen. Ja, das Gedicht ist manchmal mehr, noch mehr, als er es in einem Satz von Rainer Kunze ist, der da lautet: Das Gedicht ist zur Ruhe gekommene Unruhe. Lieber Rainer Kunze, Sie werden heute geehrt mit einem Bezug auf Europa. Sie haben der beschädigten Kultur dieses Kontinents etwas hinzugefügt. Ihre Gedichte vermögen zu heilen. Das sagt einer, der Ihnen seit den wunderbaren Jahren von Herzen verbunden ist. Und der zudem ganz sicher ist, das stimmt, was Sie in dem Gedicht Kühner Gedanke in Ehrfurcht vor dem Glauben gesagt haben. Doch wohl sicher sich selbst anschauend gesagt haben. Einer, an Gott zu glauben, war ihm nicht gegeben, steht vor Gott. Und Gott, gewichtend Tat und Leben, spricht: Ich bin mit dir zufrieden. Wir sind es auch, voller Dankbarkeit. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, vielen, vielen Dank für diese wunderbare Reise durch das Leben und Schaffen unseres Preisträgers. Und es freut mich nun, dass derjenige, dem all die Lebenden, die diese lobenden Worte gegolten haben, nun den Menschen-Europa-Preis von Ihnen und unserer Verlegerin Angelika Dietmann überreicht bekommt. Und ich glaube, das ist jetzt tatsächlich ein Applaus wert. Während hier vor Ort noch Fotos gemacht werden, möchte ich schon die Gelegenheit nutzen, unseren Moderator Gero von Böhm und Theo Weigel nach vorne zu bitten, damit wir dann im Anschluss unsere Podiumsdiskussion durchführen können. Ja.
Kunze möchte ein einziges Wort sagen. Herr Kunze möchte, ein einziges Wort ist uns viel wert. Wenn es meine Frau nicht gäbe, würde ich heute hier nicht stehen. Gauck verbleibt auf der Bühne und Theo Weigel und unser Moderator Gero von Köhm kommen nach oben, denn wir sind nun gespannt auf die Diskussionsrunde unter der Überschrift Macht oder Ohnmacht. Ist die Demokratie in Gefahr? Herr von Böhm, das Wort gehört Ihnen. Ja, meine Damen und Herren, ob Sie es glauben oder nicht, aber es ist jetzt 18.57 Uhr. Nee. Es war exakt, ja. Wahnsinn. Und lieber Herr Gauck, wir haben Ihnen wahnsinnig gern zugehört eben. Ich hätte auch noch länger zuhören können. Eine wunderbare Sprache, eine fantastische Laudatio. Nur wenn Sie über sich selbst sprechen sollen, werden Sie immer sehr kurz. Also Sie haben den 9. November eigentlich vorhin sehr kurz nur erwähnt. Und ich wollte Sie fragen, die Tränen sind geflossen, aber was haben Sie sich gedacht, wie es weitergeht? Wissen Sie, im Augenblick der Befreiung ist einfach nur Glück in einem. Ungläubiges Staunen und Glück. Sie wissen, wie oft damals das Wort Wahnsinn auf. Und in diesem Wort, da ist ein ganzer Kosmos von Gefühlen enthalten. Das traut man so einem eigentlich billigen Wort gar nicht zu. Aber die Menschen hatten keine anderen Möglichkeiten, außer den Dichtern vielleicht. Aber viele der Dichter waren irritiert, die waren ja nicht alle so hellsichtig wie er. Es war so, ich will das mal beschreiben, also ich war ja damals schon, ich sollte demnächst 50 werden und ich hatte öfter kalte Füße und das Leben war irgendwie schwer und in diesen Wochen hat man seine körperlichen Beschwerden überhaupt nicht mehr gemerkt. Und am 9. November, da war es so, als könnten wir fliegen. Ja? Also das ist einfach so, das ist dieses Hochgefühl, wenn Freiheit Befreiung ist. Also die junge Freiheit ist leicht. Du fliegst auf und lachst und freust dich. Es ist unglaublich, es ist möglich, Freiheit zu haben. Und dann kommt die ältere Freiheit und die Freiheit der Erwachsenen. Und dann musst du das übersetzen, wir sind das Volk, würde dann heißen, wir sind verantwortlich. Mhm. Plötzlich merkst du, die Freiheit der Erwachsenen, sie heißt Verantwortung. Ja. Und du spürst nicht gleich, dass es schön ist, das zu leben, sondern du merkst erstmal das Schwere. Und du fühlst, viele fühlen sich überfordert. Nee, wir haben doch bisher immer nur getan, was wir sollten, auch wenn wir gemurrt haben. Aber selbst zu definieren. Und in diesem Lernprozess befinden sich viele Menschen in Transformationsgesellschaften noch heute. Aber jetzt fange ich an zu dozieren, das will ich jetzt nicht. Nein, nein, das war spannend, was Sie gesagt haben. Natürlich die Verantwortung. Sie, Herr Weigel, ich muss auch noch mal sagen, ich bin wahnsinnig froh, dass wir jetzt heute hier zusammensitzen, an diesem Tag zwei Giganten der Politik zu haben. Nein, ich auch, hier, Händchen. Zwei, Herr Weigel, vor allem, geben Sie mir mal Ihr Händchen. Ach, Entschuldigung. Danke. Danke. Bitte. Genau. Nicht nur zwei Giganten, sondern auch zwei Stimmen der Vernunft in chaotischen Zeiten. Aber ich muss Sie noch fragen, Herr Weigel, Sie waren ja damals gerade Finanzminister geworden und jetzt kam dieses ungeheure historische Ding auf Sie zu. Was haben Sie sich gedacht an dem Abend? Sie werden es nicht glauben, aber das ist nicht nur ein denkwürdiger Tag für Deutschland, sondern es ist mein Namenstag. Nee. Ja, heute, der 9. November ist mein Namenstag. Und einer der wenigen, der mich mit meinem ganzen Namen immer gegrüßt hat, war Franz Josef Strauß. Mhm.
weil er natürlich des Griechischen mächtig war und wusste, das heißt Geschenk Gottes. Theodora. Dessen waren sich meine Parteifreunde nicht immer voll bewusst. Gell? Aber, und wissen Sie, wo ich war, Herr von Böhm? Natürlich, wie sich's für einen CSU-Vorsitzenden gehört, auf einer Jubiläumsparteiveranstaltung in Illerberg in meinem Wahlkreis. Und mitten während meiner Rede reicht mir ein Referent einen Zettel hoch, die Mauer ist geöffnet. Ich habe so schnell wie möglich die Rede beendet, bin sofort nach Hause gefahren, nach Oberrohr auf meinem Bauernhof, Fernsehen angemacht und dann versucht, Helmut Kohl zu erreichen. Der war zu dem Zeitpunkt in Polen und hat dort, das war nicht ganz einfach, sich verabschiedet. Und dann haben wir für den nächsten Tag vereinbart, dass wir uns in Berlin treffen. Und dort trafen wir uns vor dem Schöneberger Rathaus und Willy Brandt wurde gefeiert, Momper wurde gefeiert und Helmut Kohl wurde gnadenlos ausgepfiffen. Ja. Es war schlimm. Ja. Ein paar Stunden später haben wir miteinander am Brandenburger Tor eine Kundgebung gemacht, da waren 120.000 Menschen da. Und da darf ich Folgendes sagen, ich habe ziemlich frei eine Rede halten müssen und habe zwei Leute zitiert. Das eine war Rainer Kunze, der mal sagte, hier bin ich daheim, aber mein Vaterland ist Deutschland. Und Martin Walser, mit dem ich auch befreundet war, der einer der wenigen Intellektuellen in Deutschland war, der immer an die Einheit geglaubt hat. So verliefen also bei mir der 9. und der 10. November. Und da wussten Sie noch nicht, dass Sie irgendwann in der nächsten Zukunft mal eben 100 Milliarden mobilisieren mussten. Ich habe dann bloß, aber wenn ich das noch sagen darf, bin dann in der Nacht zurückgeflogen, ging ja nur mit alliierten Flugzeugen damals, und hinter mir saß Egon Bahr. Und Egon Bahr, der zur deutschen Einheit ein gespaltenes Verhältnis zum Teil hatte, kam nach vorn und sagte, Sie wissen schon, Herr Weigel, dass jetzt Geschichte geschrieben wird. Und da sagte ich, ja, das weiß ich. Was allerdings alles auf uns zukam, das konnte man damals noch nicht erahnen. Aber wir haben schon zu denen gehört, das nehme ich auch für mich und für meine Partei und für Franz Josef Strauß in Anspruch, die von der deutschen Einheit nie Abschied genommen haben, sondern an sie glaubten. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich es noch in meinem Leben erleben würde. Mir ging's genau. Machen wir einen großen Sprung. Ja. Jetzt 34 Jahre später. Wir wollen über Demokratie reden, die jetzt deutlich ihre Schwächen, ja oft auch, wie es in unserem Titel heißt, ihre Ohnmacht zeigt in bestimmten Momenten. Die Demokratie ist zweifellos bedroht, und zwar von innen und von außen. Erschütterungen nennen Sie das, Herr Gauck. Und es ist absolut deutlich, dass die Demokratie den neuen Bedingungen dieser chaotischen Welt angepasst werden muss. Vieles wurde in den letzten Jahren verdrängt, aber die Demokratie, glaube ich, wenn wir sie erhalten wollen, duldet eigentlich keinen Stillstand. Man muss sie anpassen. Also worin bestehen die Erschütterungen, die Sie meinen? Und das ist ja auch der Titel Ihres wunderbaren Buches. Ja, ich habe eine gewisse Scheu über das, den ganzen, über diesen Zustand gerade. Und das hängt damit zusammen, ich will das kurz erklären. Wenn wir dem poetischen Wort folgen, geht in unserer Seele eine andere Tür auf, als wenn wir dem Argument folgen. Und ich bin gerade noch so auf dieser Ebene, die mich verbunden hat mit dem Dichter. Und der war auch verbunden mit der Wirklichkeit, aber hat diese besondere Fähigkeit, eine Tür zu öffnen, wie sie die Musik und andere Künste eröffnen und unsere Seele anders zu erreichen. Und ich bin gerade noch beim Umschalten. Hey, folgen. Ja, also jetzt, lassen Sie sich, ich werde nicht Ihre Frage schon stellen, aber die Erschütterung, die ich in diesem Buch bearbeite, also erstmal war das Außenpolitische fast das Stärkere, also diese unverschämten Attacken einer Macht, die wieder Großmacht sein will und dabei uralte Untugenden und Fehler und Verbrechen wieder aufleben lässt,
nämlich die Macht des Stärkeren zum Handlungselement des Politischen zu machen. Das war das Erschütternde. Aber eigentlich vorher, Jahre vorher schon, hat mich die Betrachtung der liberalen Demokratie deshalb so besorgt gemacht, weil in einem Mutterland der Demokratie, den Vereinigten Staaten, eine Figur wie Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Das war für mich ein Menetekel und hat mir gezeigt, wie groß die Verunsicherung großer Bevölkerungsgruppen sein muss, wenn sie einen so gänzlich ungeeigneten Menschen zum Präsidenten des mächtigsten Landes der Welt macht. Dachte ich. Da bin ich drauf gekommen, dass, wie ein Gelehrter es mal sagt, dass die Demokratie eben ein System ungesicherter Gewissheiten ist. Eigentlich sind wir total überzeugt, dass das, was sich als Demokratie vor unsere Augen stellt, richtig ist. Aber gleichwohl können wir nicht immer den Wählern vertrauen und nicht immer den Gewählten. Und darum ist in die Struktur eingewoben eine ständige Möglichkeit zum Scheitern. Naja, da das nun weit weg war, habe ich aber da nicht gleich angefangen, da nachzustudieren und zu schreiben, sondern eben später, vorher hatte ich schon ein Buch über Toleranz gemacht, weil mich das so bewegt hat, dass in diesem an und für sich doch gut geordneten Land plötzlich in den öffentlichen Debatten so viel Hass und Missgunst, besonders im Netz, aufgetreten sind. Also habe ich das mit der Toleranz gemacht. Und dabei bin ich dann auch auf Studien gestoßen, die mir einen Blick eröffnet haben, wie die Bedürfnisse großer Bevölkerungsgruppen sind, die überall auf der Welt, auch in Europa existieren, die im Vertrauten verbleiben wollen. Und wenn die Demokratie sich sehr stark verändert, ja, oder wenn es eine Fülle von Wandlungselementen gibt, ist eine Sorge da, ich bin nicht mehr da zu Hause, wo ich lebe. Und das ist immer mit Ängsten verbunden und diese Ängste werden dann bewirtschaftet von Nationalisten und Populisten. Und das hat mich natürlich maßlos aufgeregt, weil ich sehe dieses Land ja so positiv wie Rainer Kunze als ein Land der Möglichkeiten. Wir sind ja nicht blöd und sehen, wie viele Bekloppte es gibt oder Verfassungsfeinde sogar oder Verbrecher. All das kommt vor und dann gibt es noch Bürokraten und all sowas. Ja, das sehen wir alles. Und trotzdem ist es dieser Raum der Möglichkeiten. Und wenn der im Grunde dann massiver angegangen wird als früher und wir politische Kräfte sehen, die dann ins Parlament drängen, wo sie lange nicht waren und hoffentlich bald irgendwann wieder rauskommen, aber dann ist mal angesagt, das schauen wir uns mal genauer an. Und deshalb ist einer der Punkte, wo ich meine, genauer hinschauen zu müssen, diese Sehnsucht nach Führung oder diese Verortung, wir wollen nicht einfach nur Bürger sein, sondern Gefolgschaft. Ja, wir haben es auch nicht so gerne, dass zu viel Freiheit herrscht. Wir möchten lieber Sicherheit. Und das ist alles so lange normal, wie du nicht reaktionär oder demokratiefeindlich wirst. Und in den Zeiten des Wandels, wo die Ängste sich mehren, haben die traditionellen konservativen Parteien in Europa nicht mehr das Angebot gehabt, um all die Leute, die sich verunsichert fühlen, zu binden. Und deshalb ist weniger interessant, was die Ossis gerade wählen, oder, ja, sondern interessanter ist, was Bayern und Hessen wählt und noch interessanter, was die Skandinavier wählen oder unsere Nachbarn, die Schweizer. Dass bei einem total ausgeglichenen und sozial befriedeten Land plötzlich eine Sehnsucht nach Wiedererkennbarkeit, nach Beheimatung existiert, die von den konservativen Parteien deshalb nicht ausreichend beantwortet wurde, weil wir Länder der Vielfalt geworden sind und das Zuwanderungsproblem nicht haben steuern können. Und das ist der Triggerpunkt, von dem aus sehr viele Veränderungen sich ereignet haben, auch bei uns im Land. Und dadurch kommen diese Parteien rechts von den traditionellen Parteien so zur Geltung. Und daran müssen wir eben arbeiten. Jetzt haben Sie schon den großen Bogen. Ja, ich entschuldige mich, wenn ich zu weit gegangen bin. Aber lassen Sie uns noch mal auf den Punkt, den Sie zuerst nannten, zurückkommen. Herr Weigel, die Bedrohung von außen. Ich glaube, eines ist klar, und ich wollte Sie fragen, ob Sie das auch so sehen, Wladimir Putin mit seinen in der Sowjetunion gelernten Herrschaftstechniken, so muss man es ja sagen, hat
das eindeutige Ziel, unsere Demokratie zu stören, wenn nicht sogar zu zerstören. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie als der schreckliche Angriffskrieg. Sehen Sie das auch so, dass dieses Hineinwirken in den Westen ein Ziel ist, Bedrohung von außen? Ja, ich gehörte am 25. September 2001, war es wohl, auch zu denen im Bundestag, die begeistert geklatscht haben, als er seine Rede hielt, auf Deutsch, für Freiheit, für Demokratie, für Europa, die deutsche Literatur benannte. Da dachte ich wirklich, das ist die Fortsetzung dessen, was wir 1990 wie ein Wunder erlebt haben. Es gab ja damals, Herr Gauck, außer Ihnen nur wenige Theologen, die zu dem Thema etwas sagten. Der eine war Richard Schröder, ein richtig großartiger Mann, und der andere war mein Freund Eugen Bieser, der damals als katholischer Theologieprofessor in München sagte, was da passiert jetzt, ist wie das Eintreten einer transzendenten Macht in das Weltgeschehen. Das muss man nicht glauben, aber es ist ein interessanter Satz. Danach, glaube ich, wir haben uns in Putin alle geirrt. Danach hat er geglaubt, mit diplomatischen Mitteln wieder Herrschaft zurückzugewinnen. Und das ist ihm nicht gelungen. Dann hat er versucht, mit Druck auf die umliegenden Völker das wieder herbeizuführen. Und das ist ihm auch nicht gelungen. Und dann hat sich noch herausgestellt, dass sich alle Länder um Russland herum besser entwickelten als Russland selbst. Und dann musste er feststellen, dass die sich alle aus der Herrschaft und aus der Vorherrschaft, aus der Souveränität, die Brezhnev für sich in Anspruch genommen hatte, herauslösen wollten und nach Europa gehören wollten. Und das hat er nicht verkraftet. Und als er dann noch sehen musste, dass sich in der Ukraine die Demokratie breit machte, dann war seine Angst, das könnte auf Russland und seine imperialen Zukunftspläne zu stören und möglicherweise sein System zu erschüttern, dann griff er zum letzten Mittel, nämlich der militärischen Okkupation. Man hätte das eine Zeit vorher schon voraussehen können. Einige kluge Leute haben das auch. Spätestens nach dem Überfall auf die Krim, spätestens da hätten alle Alarmglocken läuten müssen, und hätte man sich wenigstens ökonomisch aus der Abhängigkeit von Russland stärker befreien müssen. Das war der Fehler der Politik, und insofern hat man ihm zu lang gewähren lassen. Im Gegenteil noch, man hat noch damals den Versuch der Ukraine, der NATO beizutreten, Deutschland und Frankreich abgelehnt, weil man ihn nicht verärgern wollte. Dank dafür hat es nicht gegeben. Ich muss noch eines sagen. Es gibt ja immer wieder Historiker, Zeitgeschichtler, die sagen, der große Fehler sei gewesen, dass der Westen sein Versprechen gebrochen habe, sich nicht nach Osten auszudehnen. Ich bin kein Historiker und ich bin kein Zeitgeschichtler, aber ich war dabei. Professor Wirsching hat mir mal gesagt, der Zeitzeuge sei der Tod des Historikers. Sicher. Und ich kann nur sagen, das Einzige, was wir zugesagt haben, war, auf dem Boden der DDR keine Kernwaffen zu stationieren und auf dem Boden der DDR keine ausländischen NATO-Mächte zu stationieren. Und das haben wir eingehalten. Zu dem Zeitpunkt existierte die Sowjetunion noch, zu dem Zeitpunkt existierte der Warschauer Pakt noch. Niemand hat damals daran gedacht, was sich entwickeln könnte. Und insofern ist die Behauptung, der Westen sei mit Schuld, absolut falsch. Da sind Fehler gemacht worden, aber die rechtfertigen auf gar keinen Fall das, was heute passiert. Und insofern ist das eine andere Situation. Sie sind ein Menschenkenner.
und ein feiner Menschenbeobachter. Vielleicht können Sie uns helfen. Warum hat sich die Erkenntnis, wes Geistes Kind der russische Präsident ist, noch immer nicht vollständig durchgesetzt? Und hätte nicht die, zum Beispiel die im Osten sozialisierte Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ihn 16 Jahre lang begleitet hat, diese Erkenntnis schon während ihrer Amtszeit haben müssen? Sie hätte doch diesen Menschentypus eigentlich lesen können. Aber es gab wohl ein starkes Gegengewicht aus der Wirtschaft. War das so stark, dass ja, Angela Merkel verblendet war? Naja, sie wird uns ja irgendwann aufklären, weil sie daran arbeitet, ihre Memoiren zu veröffentlichen. Und ich bin ganz gespannt, wie sie das dann einschätzen wird. Im Moment hören wir dazu nichts Genaues von ihr. Aber ich bin dankbar, dass Theo Weigel meine Einschätzung teilt. Ich habe in dem Buch mir auch die Mühe gemacht, diese einzelnen Schritte, Sie waren Zeitzeuge, ich musste das nachlesen, aber wir haben keine Dokumente gefunden, dass wir denen das und das versprochen hätten mit der NATO. Im Gegenteil, wir haben was gefunden, dass die ganzen 90er Jahre geprägt waren von einem konstruktiven Miteinander der NATO und Russland. Ein bisschen mit zur NATO-Russland-Akte. Das war also alles positiv geregelt. Und noch 99, schreibe ich da in dem Buch, sagt Putin der BBC, NATO, kein Problem für ihn. Oh, also das ist alles. Und alle, wenn ich das sagen darf, alle Beitritte der Länder des Ostblocks, des frühen, waren mit Russland abgesprochen. Ja, auch das. Jeder war mit Russland abgesprochen. Ja, und das ist so fatal, dass wir von bis hin zu Intellektuellen, die uns in Büchern und in Texten darüber belehren, dass das, was wir gerade bearbeiten, nicht richtig ist, sondern dass Putin Grund hatte, sich vor einer Annäherung der NATO zu fürchten. Und was er wirklich fürchtete, war, dass die Menschen aufstehen und das tun, was die Ukrainer auf dem Maidan gemacht haben. Deshalb mussten Leute, die fähig gewesen wären, ein paar Massen zusammenzuziehen, wie Boris Nemtsov, der dann plötzlich totgeschossen wurde. Das musste er verhindern, das ist seine Angst. Und deshalb brauchte er auch Krieg, weil im Krieg schart sich die Bevölkerung wieder um die Regierung. So, aber jetzt zu Ihrer Frage, was hat uns veranlasst? Eigentlich was Positives. Die deutschen Menschen nach dem Krieg wollen gute Menschen sein. Die deutschen Menschen nach dem Krieg wollen Menschen des Friedens sein. Und es ist unser unbedingtes Anliegen, nie wieder in die Fußstapfen derer zu treten, die mit deutschem Militär deutsche Interessen durchsetzen. Und aus dem Grund, weil wir so sein wollen und Gründe haben, gut sein zu wollen, weil wir zu widerlich waren, aus diesem Grund sind wir dann in ein Denken verfallen, dass auch ein bedrohliches Gegenüber noch betrachtet, als wäre das ein Partner, mit dem uns hinreichende Schnittmengen des Einverständnisses verbinden. Und das ist kein bösartiges, sondern ein wohlmeinendes Wunschdenken. Vielleicht zu wohlmeinend. Ja, und da kommt nun das Problem. Ja, also als Hannah Arendt nach dem Krieg die Deutschen besucht und die Schwierigkeiten haben, überhaupt zu erkennen, wie die Faktenlage war, da sagt sie, da gibt es einen Verlust an Wirklichkeit unter den Leuten. Ja. Und kompensiert wird der Verlust von Wirklichkeit durch Meinungen und durch Wunschdenken. Und es ist sehr interessant, dass wir nicht von irgendwelchen korrupten oder verführten Politikern, sondern von ernstzunehmenden und von uns gewählten Politikern auch aus der Mitte der Bevölkerung eine nicht konfrontative Politik erwarten. Mhm. Und deshalb passiert nun Folgendes. Eine anfangs sogar erfolgreiche Entspannungspolitik durch Bahr und Brandt führt in der ersten Phase zur Helsinki-Konferenz mit der Versicherung des Ostblocks, es gibt Menschenrechte. War total wichtig und neu. Gab es vorher nicht. Nur danach hat die Ostpolitik mit ihrem positiven Vorverständnis nichts mehr verändern können, sondern es stabilisierte eine Macht, die fallen musste. Und es kommt zu einem Auseinanderfallen der Interessen der polnischen Opposition, der polnischen Arbeiterschaft und Intelligenz. Und die tragischerweise kann die SPD als emanzipatorische Partei der Arbeiterklasse nicht mehr erkennen, dass hier Freiheit wichtiger ist als ein Verhandlungsmodus, der gegenüber immer noch, trotz aller Fakten, jemand erkennt, mit dem man doch irgendwie sorgsam umgehen muss. Wir wollten ja nicht Krieg führen gegen sie,
aber wir hätten doch stärker die Opposition der Solidarność unterstützen können und ihr Recht sehen können. Aber das war dann so. Naja, die Opposition in Polen, die ist ja auch sehr katholisch und nationalistisch. Das ist ja nichts für uns. Ja? Und da entsteht so ein Entfremdungsfaktor. Und da verliert eben die Sozialdemokratie. Der späte Brandt ist eben eine verhängnisvolle politische Figur, so wie der frühe Barr eine öffnende und wichtige Figur war. Und wir sehen, dass positive Politikansätze auch altern können. Das sieht man im Nachhinein besser, als wenn man drinsteckt in diesen Prozessen. Naja, und deshalb habe ich dann mir viel Mühe gegeben, diese Ostpolitik genauer anzuschauen, die zwei Phasen zu benennen und die erste zu loben und die zweite kritisch zu betrachten. Mhm. Nicht mit Häme, weil, wie gesagt, das sind unsere Politiker gewesen. Wir haben sie gewählt. Und ich habe auch Respekt vor Merkel. Jede Menge, was hatte sie alles für Krisen abzuwettern? Also es ist ja unglaublich. Und mit welchen Partnern? Also Sarkozy und wie sie alle hießen, ja, war nun nicht immer hilfreich. Ja? Also das war nicht einfach. Und dann aber, und jetzt komme ich zu ihrer, warum sieht sie nach 2014 Besetzung der Krim nicht, dass wir auf die Balten und Polen hören müssen? Nord Stream 2, und sie sagt dann, naja, es ist eine privatwirtschaftliche Angelegenheit, wir sind ein Land der Freiheit. So, und jetzt, natürlich kann sie Putin lesen, sie weiß ja auch, dass er sie beständig anlügt, das sagt sie auch. Und jetzt passiert Folgendes, in großen Teilen der Wirtschaft findet man es aber gut, dass wir so günstig versorgt werden mit Energie. Und ich stelle mir das so vor, dass jede Woche einer von den Verbänden oder von Firmen bei ihr in der Tür stand und sagt, hallo Angela, weißt du schon, es geht ja ganz doll bergab und vielleicht kriegen wir Arbeitslosigkeit. Und weiß der Kuckuck noch, wenn du das hier abstellst, und da können die Amerikaner, da können die Grünen, da können die Polen, Balten und Ukrainer noch so rum erzählen, dass das fehlerhaft ist, und sie meint aber, sie muss eine Kontinuität wahren, aber es ist eine Kontinuität des nicht scharf genug analysierenden Wohlwollens. Mhm. Und das ist ein interessanter Begriff, den wir uns merken sollen. Ja. Naja. Ja, weil das gilt auch für die Demokratie überhaupt. Herr Weigel, die deutsche Demokratie ist ja aus der Geschichte heraus zu verstehen natürlich. Immer auf Ausgleich bedacht, eher ein bisschen machtscheu und außerdem noch föderal. Also ich glaube, eine Demokratie mit starker Führung ist das nicht. Die würde ich zum Beispiel eher in Frankreich sehen, wobei es da natürlich auch Probleme gibt. Aber kann unsere Demokratie dem Druck standhalten? Wir sind jetzt auch gleich beim Druck von innen. Ja, sie kann standhalten. Aber wir leben in einer Krise, in einer demokratiepolitischen Krise. Vor 50 Jahren bin ich auf einen Satz von Karl Barth gestoßen, zwischen den Zeiten. Zwischen den Zeiten, schreibt er damals 1922, zwischen den Zeiten ist man stark im Negativen, man kritisiert alles hemmungslos, man weiß aber nicht, was kommt, man weiß nicht einmal, was kommen soll. Und das erinnert mich an unsere Zeit. 1949 hat ein großer Philosoph und Theolog, der zufällig aus Würzburg stammt, wie ich, Josef Bernhard, eine Enquete über die Krise, über die philosophische Krise der Demokratie geschrieben. Und er sagt, die Demokratie kann an der Freiheit verwildern. Wenn die Demokratie kein gemeinsames sittliches Bewusstsein hat und wenn man die Feinde der Demokratie nicht ortet und sie klar benennt, dann kann eine Demokratie auch in Metamorphosen umschlagen, wieder in Diktatur. Und diese ernsten Prämissen, auch wenn sie aus vergangener Zeit sind, sind mir auch heute ein Lehrbeispiel. Wir sind Zeugen dieser Krise. Also ich bin trotzdem optimistisch. Wir werden das schaffen. Aber wir werden uns mehr engagieren müssen, und zwar jeder. Wir müssen jedem widersprechen und wir müssen auch jeden benennen. Wenn vor einiger Zeit bei der Haushaltsdebatte des Bundestags ein AfD-Abgeordneter sagt, nach dem böhmischen Gefreiten hat niemand so viel Unheil über Deutschland gebracht wie die frühere Bundeskanzlerin, dann, meine Damen und Herren,
dann wäre eigentlich Zeit gewesen, für die amtierende Bundestagspräsidentin den Mann des Saales zu verweisen. Darauf haben alle Demokraten, die das bekommen haben, gewartet. So ist es. Und wenn man sich mal die Zitatenliste anschaut, was aus den Reihen der AfD kommt, da wird es einem Angst und Bang. Wir brauchen keine Angst zu haben, aber wir müssen sie entlarven, politisch und in ihrer Semantik. Sie haben vorher, Herr Bundespräsident, dargestellt. Aber nur einmal mit Titel, ne? Jetzt nachher nicht mehr. Entschuldigung, ich weiß, was sich gehört. Oh. Ja, also Sie sind für mich, ich habe das neulich in der Talkshow gesagt, der, ja, naja, ein toller Bundespräsident. Wenn ich das noch sagen darf, das war in einer Diskussion, wo auch immer wieder die Frage gestellt wird, sind die Ostdeutschen genügend vertreten? Und dann habe ich mir auch mal erlaubt, immerhin sind wir 16 Jahre von einer Kanzlerin nicht schlecht vertreten worden. Und dann habe ich gesagt, und von einem Bundespräsidenten Joachim Gauck 5 Jahre hervorragend. Ich hoffe, Sie können damit leben. Ja. Aber ich will noch eines sagen, was mir im Moment Sorgen macht und wo man sich hinstellen muss, das ist, dass von der äußersten Rechten und der äußersten Linken, ähnlich wie in der Weimarer Zeit, eine Attacke auf unsere demokratische Ordnung stattfindet. Das findet von der AfD statt, und es war Rainer Kunze, der vor einiger Zeit auch darauf hingewiesen hat, dass die neue Chefin der Linken, der ganz Linken, Sarah Wagenknecht, noch 1989 das, was dort stattfand, als Konterrevolution bezeichnet hat. Warum hat eigentlich niemand den Mut, in einer Talkshow mit der Dame mal zu sagen, was sagen Sie eigentlich zu dem Unsinn, den Sie damals verzapft haben? Da läuft sie wie eine Heroin durch unsere Fernsehmedienwelt, anstatt ihr mal vorzuhalten, welche unselige Äußerungen sie damals begangen hat und wie sie das heute noch steht. Und was Russland anbelangt, da trifft sich die äußerste Linke und die äußerste Rechte und sagt, mach doch Frieden, war doch toll, als wir das Erdgas von denen bezogen haben. Und das ist das Gefährliche. Und darum müssen wir uns hier als Demokraten wappnen und eine demokratiepolitische Auseinandersetzung führen. Da sind wir mitten im Thema. Was Sie eben beschrieben haben, ist der Populismus. Ja, ja. Ist das der größte Feind der Demokratie? Naja, wir sind mitten jedenfalls in diesen Themen, die ich meinte, in diesem Buch zusammen mit meiner Co-Autorin Helga Hirsch bearbeiten zu sollen. Weil hier stimmen wir völlig überein. Es gibt diese Querfront, ich beschreibe das an vielen Stellen. Und bei einer Sache habe ich besonders gut zugehört. Wir müssen die Stellen, richtig, aber das, was ich noch wichtiger finde, ist, wir sollen sie ohne Angst stellen. Das heißt, meine Damen und Herren, wir wollen in schwierigen Zeiten den Gefährdern der Demokratie nicht unsere Angst schenken. Dann wachsen ja ihre Möglichkeiten in den Himmel, sondern wir werden sie entzaubern. Und zwar werden wir das mit Mut und mit Entschlossenheit tun. Das ist noch Toleranz, noch politische Toleranz, auch wenn wir streiten. Wenn wir nach Regeln streiten, sind wir noch tolerante Demokraten. Aber ohne Streit und ohne Demaskierung derer, die Sie eben beschrieben haben, geht es nicht. Jetzt stehen wir aber vor folgender Schwierigkeit. Ich kann mit dieser Partei in Deutschland null anfangen. Ich wünschte mir ein Deutschland ohne diese Partei. Und ich sehe, ich besonders mit Altersgenossen von uns beiden, wir sind ja fast ein Jahrgang. Als ich geboren wurde, war schon Krieg, als Theo geboren wurde, war gerade, glaube ich, noch Frieden. Aber wir wissen, was dieser Krieg war und wie er dieses Volk ruiniert hat.
Und da tritt ein Altersgenosse vor die Nation und beschreibt diese Zeit, die aus diesem Land ein Ort des Schreckens gemacht hat, als wäre das ein Vogelschiss in der Geschichte. Mhm. Das ist unerträglich. Richtig. Unerträglich, sowas. Und wenn wir uns also entschließen, ihnen erstens nicht zu folgen, zweitens ihnen nicht unsere Angst zu schenken, drittens mit ihnen politisch zu streiten, dann müssen wir das aber nicht mit dem groben Vorschlaghammer nur tun. Den gibt es auch. Das ist unser Strafrecht und das sollen Nazis und Gesetzesbrecher einsperren. Und es gibt davon, in dieser Partei gibt es etliche davon. Dann gibt es wirklich verwirrte Nationalisten, die wir wahrscheinlich nicht erreichen können, weil sie von Führerschaft träumen. Noch ein bisschen mehr als Orban würden sie sich wünschen. Vielleicht wie Erdogan sowas. Und einige schwenken ja Putin fahren, man fasst es nicht. Aber da siehst du die ganze Furcht davor, ein eigenverantwortlicher Bürger zu sein und die Sehnsucht nach einem Führer. So, und jetzt kommt aber eine interessante Bevölkerungsgruppe. Und das ist diejenige, die fremdelt mit dieser offenen Gesellschaft der Demokratie, die sich nicht beheimatet fühlt in den großstädtischen Zentren, in Köln, in Berlin-Kreuzberg oder Neukölln, in Dortmund, sondern die sagt, das war früher einfacher und ich fühlte mich früher wohler. Und überhaupt, da sind so viele mitgebrachte Vorurteile, sehen wir jetzt mit dem Antisemitismus in den arabischen Milieus, da gibt es so viel Demokratiefremdheit. Und dann gibt es Menschen, die vertrauen den Demokraten der Mitte, den etablierten Parteien nicht mehr, dass sie diese verängstigte oder fremdelnde Gruppe binden kann, trösten kann. Und jetzt passiert das merkwürdige Phänomen, dass diese Parteien des äußersten rechten Randes fast null Zukunftsangebote haben. Wenn du sie fragst, ja, wie stellst du dir denn Europa in 10 Jahren vor? Diffuses Geleier. Ja, aber das müsste die Politik klar machen. So, und das ist erklärt. Ja, da muss sie draufhauen. Da muss sie an Sachverhalten rational erklären, warum das uns. Das ist für diesen Teil wichtig, für die, die noch auf Argumente hören. Und deshalb dürfen wir nicht Schlachtermeister Meier und Glasermeister Müller gleichstellen mit Nazis oder Nazi-Gefolgsleuten. Das heißt, wir brauchen eine Strategie der gestaffelten Aktivitäten gegenüber nationalpopulistischen Bewegungen. Aber Strategie scheint es in diesem Land Strategie nicht mehr zu geben. Strategie liegt uns Deutschen nicht. Nein. Haben wir das irgendwann verloren, strategisch? Ja, weil wir, ja, aber dafür haben wir... Ich frage Sie, ja, haben ja, Sie ja, auch ja, den einen? Aber Herr von Böhm, wir sind doch so schön moralisch. Was brauchen wir da Strategie? Okay. Ja? Also wir haben die moralischen Antworten, das und das in der Politik ist gut, das ist böse, Atom ist schlecht, also sind wir dagegen. Und langjährige Vertreter der Atomlobby stellen sich dann, und einige sind aus Bayern, stellen sich dann hin vor das Volk und sagen, mea culpa, ich dachte ja früher, das sei gut, aber jetzt bin ich ja ganz besorgt und jetzt kann ich auch gar nicht mehr das vertreten, was ich früher vertreten habe. Und dann ist die Ratio weg und eine moralische Großmacht einer breiten Öffentlichkeit sagt dann, da das Böse ist, wollen wir es nicht. Ich nenne mal ein Beispiel, das kann man auch anders sehen, aber an vielen Punkten tun wir so, als hätten wir es nur mit moralischen Kategorien zu tun. Und deshalb, weil wir da so sicher sind, da wir ja das Gute brauchen wollen. Brauchen wir keine Strategie. Ja, wir müssen nicht darüber nachdenken, wie gestalten wir das weniger Schlechte. Und jetzt zwingt uns die Wirklichkeit. Wir müssen mit Katar zum Beispiel reden. Wieso macht der Habeck einen Diener vor dem? Ja, weil er das Öl braucht. Yes. Ja, ganz einfach. Ja, aber darf er das denn tun? Die sind doch böse und finanzieren die Hamas. Naja, die finanzieren vielleicht nicht die Waffen der Hamas, aber sie schaffen auch Möglichkeiten. Wir brauchen sie als Verhandlungspartner mit denen. Wir brauchen sie, um mit den Taliban in Afghanistan zu verhandeln, damit wir unsere Leute rausgeflogen kriegen. Also ist nicht appetitlich, aber politisch nützlich. Ja. Und diese Furcht vor einer politischen Nützlichkeit, die im Grunde interessenwahrend politisch agiert, die ist weit verbreitet und wir haben dann lieber moralische Klarheit.
Ich plädiere nicht, ich komme aus dem menschenrechtlichen Denken, für eine Politik ohne Moral. Wo kämen wir dahin? Das sind wir Deutsche nicht. Wir dürfen auch uns selber vertrauen, dass wir gute Werte vertreten. Das sind nicht nur westliche Werte, sondern universelle Werte, für die wir stehen. Aber wir müssen flexibel genug sein. Aber zu den moralischen Werten, zu den universellen Werten gehört auch eine Regelung der Migration, der Menschen, die zu uns kommen wollen, kommen müssen zum Teil. Ja. Warum hat man sich nicht nach der Krise 2015 bis 2017 hingesetzt und überlegt, wie können wir zum Beispiel Asyl regeln? Es ist nichts passiert. Es passiert ja immer noch nichts. Herr Weigel, Sie sind mit allen Wassern der Politik gewaschen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Er ist aber trotzdem guter geblieben. Also mit allen Wassern nicht, aber mit Mindelwasser aus meiner Heimat schon. Gell? Aber ich brauche einfach mal eine Erklärung. Man hat aus dem Jahr 2015 zu wenig gelernt. Man hätte damals und danach jedenfalls sagen müssen, okay, so wie Sie mal sagten, unser Herz ist weit, aber eine nicht regulierte, einfach massenhafter Zustrom kann auf die Dauer nicht gut gehen, wird von den Menschen nicht akzeptiert. Und ich glaube, Politik besteht darin, wieder verstärkt politische Führung zu zeigen. Und da gibt es ein paar große Dinge. Das eine ist die Migration, wo die Rechte davon profitiert. Ich glaube, es war Herr Gauland, der sagte, die Flüchtlingskrise ist ein Geschenk für die AfD. Welcher Zynismus besteht in einem solchen Satz? Ich glaube, es darf da kein Tabu geben. Ich habe mir immer wieder den Artikel 16 des Grundgesetzes und Artikel 16a angeschaut. Bei allen Artikeln der Grundrechte haben wir danach einen Satz, ein Artikel 2, das Nähere regelt ein Gesetz. Und das sollte man sich auch heute wieder überlegen, ob wir damit nicht den Herausforderungen flexibler begegnen können. Dazu zählt natürlich eine gemeinsame Entwicklungspolitik, um in Afrika die Ursachen zu beseitigen. Es ist doch ein Jammer, dass es heute noch keine gemeinsame europäische Entwicklungspolitik gibt. Ich kann mich erinnern, dass der französische Finanzminister mal eines Tages auf mich zukam und sagte, Theo, wir sollten eine gemeinsame Afrikapolitik machen. Dann habe ich mir gedacht, der will seine verkorkste Kolonialpolitik mit deutschem Geld korrigieren. Möglicherweise stimmt. Das, ja, aber trotzdem schäme ich mich des Gedankens, denn er hatte ja recht. Ja, eigentlich. Wenn wir das miteinander machen würden, und dann muss man unter Umständen auch zum letzten Mittel schreiten, wenn es demokratische Staaten in Europa gibt, die Flüchtlinge, die bei ihnen ankommen, nur durchschleusen, um sie schnell in Deutschland landen zu lassen, dann muss man auch die Möglichkeit haben, an der Grenze zu sagen, bei uns sind jetzt die Aufnahmekapazitäten erschöpft. So, das ist ein Punkt. Zu der Frage politische Führung würde ich sagen, das Zweite, was natürlich stattfinden muss, ist, wie begegnen wir den riesigen Herausforderungen? Wir haben, Herr Gauck, tolle Geschichten in der Vergangenheit bewältigt. Der Lastenausgleich hat zeitweilig ein Viertel bis ein Drittel des Haushalts gekostet. Bei der Integration der Flüchtlinge damals. Ja, und dann danach der Lastenausgleich, um das auch zu finanzieren. Ja, für die deutsche Einheit. Der Aufbau der Bundeswehr, jetzt ein Riesentheater, ob wir die 2% erreichen oder nicht, hat in den 50er Jahren ein Drittel des Bundeshaushalts verschlungen. Für das freie Berlin habe ich im letzten Jahr der Spaltung 21 Milliarden D-Mark ausgegeben, um die Freiheit Berlins zu retten. Und für die Wiedervereinigung haben wir über Jahre hinweg 4-5% des Bruttoinlandsprodukts aufgewendet. Wir haben damals im Bundeshaushalt Einsparungen von über 100 Milliarden D-Mark durchgeführt mit einer Policy Mix, natürlich auch Kreditaufnahme, aber auch realen Einsparungen. Und solche Politikentwürfe, die wären im Moment wieder notwendig. Aber einmal die Migration, nein, die gibt es leider noch nicht. Und da ist notwendig nicht eine große Koalition, sondern eine große Zusammenarbeit zwischen Regierung und Opposition.
Große Koalitionen dienen dazu oder führen dazu, dass die Ränder links und rechts stärker werden. Aber wozu jetzt die Regierung bereit sein muss, ist, konkrete Vorschläge zu machen und manchmal über ihren Schatten zu springen. Und wozu die Opposition bereit sein muss, ist, die Hand auszustrecken und zu sagen, bei manchen entscheidenden Dingen, Migration, Energiepolitik, Standort Deutschland und ähnliches mehr, ziehen wir an einem Strang. Und da muss man dann auch mal bereit sein, den Menschen zu sagen, auf euch kommen Opfer zu. Wenn ein Minister vor einiger Zeit sagt, es geht um Gottes Willen darf nicht stattfinden, dass Mittel für die Verteidigung gegen Mittel der Sozialpolitik ausgespielt werden. Ich glaube auch, dass die politische Kommunikation... Dann muss ich mal den Mut haben, in einer Zeit, die so gefährdet ist, der Verteidigungsbereitschaft den Vorrang vor anderen Dingen zu geben. Und an dem Mut, diese Dinge anzusprechen und zu sagen, okay, wir müssen das jetzt machen. Wenn es euch nicht passt, müsst ihr uns in 4 Jahren abwählen, aber wir sind dazu bereit und willens, das durchzusetzen. Dann bin ich überzeugt, würden die Ränder links und rechts ganz schnell minimiert werden. Aber es ist tatsächlich eine Frage der Kommunikation. Ja. Es ist die Angst davor, den Wählern das zu verkaufen. Es ist zum Teil tatsächlich die Furcht vor dem Wähler. Und zum anderen ist Mut nicht besonders gut eingeführt in der deutschen Politik. Ja, das ist selten. Also ich denke an einen Mann, dessen späterer Lebensweg schrecklich ist, an den Herrn Schröder. Aber es gibt 2 Situationen in seiner Regierungszeit, hat er ausgesprochen Mut bewiesen. Ja, das ist so. Und Helmut Kohl hat Mut bewiesen, als er den Deutschen die D-Mark abgeschwatzt hat. Ja, das muss man mal hinkriegen, wenn die Sozis das gemacht hätten. Das wäre also furchtbar. Ich war da mitschuld. Na ja. Also das war eine großartige Tat. Und ohne Mut ging das nicht. Und außerdem hatte er den Mut, an etwas zu glauben und für politisch machbar zu halten, in der Zeit unmittelbar vor der Einheit, wo selbst so clevere Leute wie unser damaliger Außenminister Genscher nicht hindenken konnten, dass wir ein wirklich freies und souveränes und einheitliches Deutschland nach unseren Wünschen gestalten konnten. Und da hat er auch Mut bewiesen. Und das ist aber ansonsten selten. Hat sich so ein Politikstil nicht nur bei uns eingeführt, dass kluge Politik das ist, erkenne vor anderen, wo die Trends bei den Meinungsumfragen hingehen und dann richte danach deine Politik aus. Und erkläre sie. Ja. Und erkläre sie den Menschen. Und so, da muss ich leider beharren. Nein, Kommunikation also, ist entscheidend. Ich habe eben etwas beschrieben, was eingeführt, aber schädlich ist. Natürlich kannst du gucken, was die erwarten, aber ich möchte nicht Finanzminister sein, wenn ich mich immer danach richten will, was die aktuellen Mehrheiten gerade an Ausgaben für sich selber für richtig halten. Also es geht darum, das zu kennen, aber dann muss dieses Element eintreten, von dem Theo Weigel eben sprach. Es gibt Entscheidungen, die sind notwendig. Und selbst wenn ich zurücktrete, aber dann kann ich wiederkommen, weil ich habe Glaubwürdigkeit gewonnen durch meine Entscheidung. Und das ist das Element. Und jetzt komme ich zu dem Zweiten, was Sie eben angesprochen haben. Wir werden zukünftig sehen, dass Politik, die gut gemeint ist und auch gute Ziele definiert, sich nicht durchsetzt, wenn die Kommunikationsstrategien mangelhaft sind. Und wir sehen das an unserem Bundeskanzler. Das war doch tragisch, wie er eine eine bedeutende Zeitansage machte mit der Zeitenwende-Rede. Eine Rede, die wird in den Geschichtsbüchern der Bundesrepublik Deutschland haften bleiben. Das ist ein Markstein. Und dann schauen wir auf die Politik der Zeitenwende, die er angekündigt hat. Und was sehen wir da? Erstmal nichts. Oder sagen wir mal Helme. Und dann warten wir. Und wir würden das Warten auch ertragen auf Entscheidungen, wenn uns erklärt würde, warum wir warten. Und deshalb brauchen wir als Vertreter einer künftigen Politik, die sich leichter Mehrheiten verschaffen kann,
jene Form des Ernstnehmens des Gegenübers, die wir manchmal bei dem jetzt unglücklichen Robert Habeck sehen. Also ich will nicht den einen gegen den anderen ausspielen, aber der Typus, der uns als Zuhörer, als Erwachsene behandelt, notfalls ein Dilemma nennt und nicht so tut, als gäbe es keine schlimmen oder unguten Situationen. Ich spreche jetzt nicht von seiner komischen Gesetzessache da. Das ist, da hat er irgendwie was am Hacken, was ich jetzt nicht bewerten will. Aber der Typus der Kommunikationsbereitschaft und der Kommunikationsfähigkeit, der muss wachsen. Und auch den zugeben. Ja, weil wir Vertrauen brauchen. Ja. Die Demokratie basiert auf dem Vertrauen der wählenden Menschen zu denen, die sie gewählt haben. Und wenn sie sich dann immer fragen, kann ich meinem Gewählten eigentlich noch vertrauen, ist nichts. Und deshalb steht da in diesem Buch drin, was ich da draußen hingelegt habe und was sie nachher möglichst reichlich kaufen sollen, dass auch die offene, liberale Gesellschaft erkennbare Führung braucht. Das ist auch ein Punkt, wo wir uns beide völlig einig sind. Dieses so tun als liebe Bevölkerung, wir ahnen ja, was richtig ist und wir überlegen auch und ihr könnt euch auch darauf verlassen, dass wir das Richtige tun werden. Das ist eine Kommunikationsstrategie, die Vertrauen eher minimiert. Vertrauen muss aber wachsen. Ja, so. Wir leben in diesem wenn Land, ich sagen Herr darf, Weigel. Die kann auch Erfolg haben. Ja. Wenn ich mir vorstelle, der Bundesverteidigungsminister, der neue, der macht das. Ich wünschte mir, dass die Diktion des Kanzlers ähnlich der des Verteidigungsministers wäre. Der mutet uns einiges zu. Bis zu dem Satz, wir müssen kriegstüchtig werden, da bin ich ein bisschen gezuckt. Ja. Verteidigungsfähig wäre schon genug, aber immerhin, er sagt sehr unangenehme Dinge und steht an der Spitze der Popularität. Ja. Und das zeigt doch, politische Führung ist gefragt, wenn man den Menschen sagt, wie ist es, was kommt auf euch zu und ihr müsst zu Opfern bereit sein. Zu Opfern bereit sein, mit den Opfern, die ich vorher genannt habe, ist Deutschland groß geworden. Und auch jetzt sind Opfer zumutbar, sie bringen uns ganz sicher nicht um. Aber wir müssen einige Zeit darauf verwenden, diese Herausforderungen zu bestehen. Und wenn man das sagt, wenn man das klar darstellt, dann glaube ich, kriegt man auch Akzeptanz und dann werden die großen Volksparteien wieder zunehmen. Und ich glaube, wenn die Dinge komplexer werden, wenn wir in einer Zeit der omnipräsenten Krisen und der totalen Polarisierung leben hier, dann muss die Politik eben auch ihre Botschaften anpassen. Das erwarten die Menschen und das geschieht zu wenig. Die Worte Ihres Nachfolgers, Herr Bundespräsident, zum Antisemitismus kamen reichlich spät. Da war Ratlosigkeit, da war eine Unsicherheit im Spiel, das sagt er sogar selbst, aber es spricht Bände über das, was hier vor sich geht. Und eine demokratische Pflicht, die wir alle haben, ist, glaube ich, gerade über dieses Thema Antisemitismus immer wieder zu reden und aber auch über die Demokratie als solche zu reden. Das haben wir heute Abend getan und dafür danke ich Ihnen beiden ganz herzlich. Ich glaube, wir alle nehmen Erkenntnisse mit. Ich glaube, die Ermutigung und die Pflicht, über Demokratie nachzudenken und zu reden, die können wir auch unseren Zuhörern mitgeben. Tausend Dank Ihnen beiden für dieses Gespräch. Ja, sehr geehrte Bundespräsidentin, ganz, ganz herzlichen Dank auch von uns allen für diese wunderbar spannende Debatte voller scharfer Analysen, einiger Erinnerungen von Zeitzeugen und vor allem einer Debatte, die trotz des ernsthaften Themas auch ein bisschen Heiterkeit nicht hat vermissen lassen. Das hat uns allen gefallen. Bitte bleiben Sie noch einen Moment auf der Bühne, denn unsere Verlegerin Angelika Diekmann möchte sich bei Ihnen für Ihr Kommen mit einem kleinen Präsent bedanken. Und auch unseren geehrten Rainer Kunze darf ich noch mal nach oben bitten. Hier in die Mitte vielleicht. Kommen Sie gerne in die Mitte.
Ja, nun nicht im Hintergrund, das geht heute gar nicht. Bitte. Oh, so. Kommen wir der Sache schon näher? Okay. Vielen, vielen Dank. So, Sie sehen auch möglicherweise schon eingeblendet, genau die Präsente. Das ist zum einen die schon recht bekannte PNP-Briefmarke mit dem eigenen Konterfei. Und alle bekommen natürlich auch, wie Sie sehen, diese kleinen bunten Hundefiguren, die sogenannten Balloon Dogs. Das sieht nicht nur lustig aus, sondern ist echte Kunst. Wie Sie wissen, war vor einigen Wochen Jeff Koons bei dieser Veranstaltungsreihe zu Gast, einer der teuersten Künstler der Welt, und ist unter anderem durch diese Balloon Dog Skulpturen bekannt geworden. Eine hoffentlich schöne Erinnerung an den Abend. Herzlichen Dank. Habe ich schon? Ich war da eine Zeit lang für. Ja, das habe ich gemerkt. Ich kriege dir immer welche geschickt. Dankeschön. Vielen Dank. Aber das heißt nicht, dass die Demokratie vor die Hunde geht. Ne? Gegenteil, im Gegenteil. Vielen Dank. So, dann machen wir noch ein Foto. Wunderbar. Einige Fotos gibt es ja schon. So. So, Kinnings, geht's jetzt weiter? Wunderbar. Und, ja? Ja, das war's gewesen. Und